Willkommen zu Tomb Raider 2. Ich habe mir heute extra freigenommen, habe ein Malibu-Glas mit Eiswürfeln und Cola und werde jetzt direkt mal loszocken. Angeblich sollte das Spiel irgendwie erst um 19 Uhr rauskommen. Jetzt ist es dann doch 10 Uhr oder so geworden oder zumindest da, wo ich gemütlich aufgestanden bin. Und dann würde ich sagen, geht's gleich los. Die große Mauer. Ja, da wurde der Mönch gleich mit dem Dolch eingesperrt. Und natürlich gibt es jemanden, der diesen Dolch in seine Sammlung aufnehmen will. Oder eher gesagt in ihre. Oi, das ist aber schön aufgearbeitet. Boah. Also man sieht die ganzen Blockformen, die sind immer noch wie früher und die Grafik an sich ist extrem aufgearbeitet. Naja, bewegen ist mit Pfeiltasten, WASD ist irgendwie nicht möglich. Springen, okay, das ist nicht springen. So, direkt mal noch einen Anlauf gemacht. Und zwar war die Steuerung einfach ein bisschen komisch. Damit bin ich nicht so richtig zurechtgekommen. Also irgendwie springen war nicht auf der Leertaste und dafür war das dann aber Waffe auswählen. Und Rollen war weit auf Entfernen irgendwie deutlich rechts auf der Tastatur. Bin ich überhaupt nicht mit klar gekommen. Jetzt sollte das wieder alles ein bisschen besser sein. So. Und diesmal, lieber Tiger, werde ich dich leider vorher schon ausknipsen, bevor du Schaden anrichten kannst. Na? Er will lieber noch ein bisschen spielen. Na komm her, komm her, komm her, Mietz. Okay. Lohnt sich nicht. Ach so, was ich übrigens auch gesehen habe, man kann bei den Steuerungen, das ist ganz interessant, Panzersteuerung steht hier. Das wurde eigentlich immer so, das wurde immer so genannt. Um das Spiel ein bisschen zu verarschen. Aber dass sie das jetzt selber so reinpacken, ist schon kurios. Ich bin schon wieder in der Aufnahme, ne? Achso, okay. Moderne Steuerung. Bin nämlich mal ganz gespannt, was jetzt dabei rauskommt.
Ist ja, aller Anfang ist schwer und. Ach so! Mit Maus! Gibt's ja nicht. Ach du. Was ist das denn für eine Steuerung? Das ist ja. Also, das ist sehr flüssig, aber da muss man sich, glaube ich, auch echt dran gewöhnen. Ich glaube, ich mache auf Klassik. Also, das haut mich gerade ein bisschen weg. So, hier Panzersteuerung. Wahnsinn. So, jetzt bist du aber in meiner Schusslinie. Oh, Armes das tut mir jetzt Mäuschen. leid. Aber aller Anfang ist schwer. Teilweise sind die alten Geräusche noch mit drin. So, diesmal mache ich es richtig. Letztes Mal bin ich gerade ausgesprungen und das hat irgendwie nicht geklappt. Obwohl ich es immer so kenne. So, C. Perfekt. Ihr seht schon, jetzt habe ich so langsam die Kontrolle über das Spiel zurückgewonnen. Beim ersten Versuch ist nicht so gut gelaufen. Huch. Ach, jetzt so ein Ausrufezeichen für die ganz Blöden, oder was? Wie ich dieses Geräusch liebe. So. Ja, ich werde mal gucken, ob ich mich mal privat ein bisschen an die moderne Steuerung gewöhnen kann. So, auf geht's, nach oben. Immer nach oben, Mr. Thaddäus. Und hier würde ich spätestens sagen, diese Stelle geht noch. Aber zumindest sehr, sehr flüssig, auch wenn man die Steuerung von früher hat. Also sehr präzise im Vergleich zu damals. Spielt sich deutlich einfacher. Also hier würde ich sagen, könnte man mal zwischenspeichern. So, mal direkt ganz oben den Pass. Spielstand. Das sieht ja aus wie ein deutscher Pass. Ja, müsste aber der britische sein. Ist der britische Ah, also mit Pass? F5 kommst du direkt auf Speichern. Okay, dann muss ich den ganzen langen Weg nicht mehr gehen. Ich habe nämlich dieses Level vor, ich glaube, ein paar Monaten erst noch durchgespielt. Und dann natürlich mächtig Erfahrung gesammelt. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus, also. Ihr seht es schon, ich bin begeistert. Kann man, denke ich, mal so lassen. So, und hier war das an der Stelle immer so, du musst, wenn das Teil sich bewegt, also die Tür, und du den Hebel betätigt hast, dann musst du in der Cutscene selber schon losrennen, damit du es schaffst. So. Ah, wenn man in seinem Element ist. So, jetzt machst du nämlich so, rennst los und. Hältst dich fest, genau. Und dann kommen auch gleich schon die süßen Vögelchen, die uns hier ein Auge aushacken wollen. Aber nicht heute. Nicht heute. Ich bin doch noch gar kein Arsch. Also lass mich in Ruhe, du verdammter Rabe oder was auch immer du bist. Also hier möchte ich kein Ornithologe sein. Hier geht's nur mit dem Schlüssel weiter. Okay, dann wollen wir uns den doch gleich mal krallen. So, da kann es ja sicher nur irgendwo hier unten weitergehen. Okay. Oh, das ist gerade noch so gut gegangen. Das war ein Sprung ins Grüne. Aber trotz alledem, ich muss sagen, die moderne Steuerung, die gefiel mir extrem gut. Nur ich weiß nicht, wie man sich daran so schnell gewöhnen soll. Also bevor wir jetzt hier übermäßig Schaden durch den Tiger nehmen, der da gerade gespawnt ist, warum auch immer der aus dem Nix kommt. Speichern. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ja. Und ich bin natürlich genau in dieser kleinen Lücke zwischen dem Stein und dem, wo man hoch kann. Hochgeklettert. Da meine ich, da drüben, dieser. Und er ist natürlich direkt schon da, um seine Beute einzusacken, die gar keine ist. Jetzt geh schon da hoch.
Ja gut, ein bisschen was kann ich verschmerzen. So. Wenn du das sagst. Ah. Hä? Wachstubenschlüssel. Ist wahrscheinlich für den Turm. Genau. Das war ja früher ein Wachturm. Und hier fängt es gleich schon überall an auf der Haut zu krabbeln, wenn man diese Geräusche hört. Ugh. Die Spinnen, die selbst damals schon widerlich waren. Mit alter PlayStation 1 Grafik. Da juckt es einen auf einmal überall, wenn man das sieht und hört. Einstecken und hoch. Es gibt auch immer so Stellen, wo man hingeht und man denkt, da ist was, aber irgendwie, eigentlich weiß man es, aber dann guckt man doch nochmal nach. Liegt jetzt auf einmal da ein Medipack? Nein. Nur um das nochmal zu bestätigen, dass da nichts ist. Also die Leiter sieht auf jeden Fall richtig cool aus, auch mit den Schatten und allem. Das haben sie gut neu gemacht. So. Direkt Waffe ziehen und... Ja gut, ich hätte wahrscheinlich in echt einfach draufgetreten, aber Pistolen scheinen da auch ganz gut zu sein. Ich weiß jetzt nur nicht, warum sie davon ausgeht, dass sie es trifft mit einer Pistole, aber... es wäre jetzt gegen Spinnen nicht so das Mittel meiner Wahl, da würde ich eher zum Flammenwerfer greifen. So, und weiter geht's. Pfui Teufel. Hier kommt doch wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Ja. Wenn ein Raum sicher aussieht, sollte man immer misstrauisch sein. Oh, gut eingesteckt bisher in dem Level, also beim letzten Durchspielen lief es besser. Aber das ist wahrscheinlich wieder dieser berühmte Vorführeffekt. So. Weil denkt auch immer dran, man muss sich auch den einen oder anderen lustigen Spruch oder Vergleich ausdenken, ein bisschen was erzählen und das zieht dann natürlich an der Konzentration. Deswegen spielt man dann auch automatisch nicht so gut. Ist jetzt nicht bei jedem so, aber bei mir persönlich habe ich festgestellt, leider haut das dann schon ein bisschen rein. Hui! Da, 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 da. Ah. Und hier kommen wieder die Tellerwurfgeschosse, die irgendwie sich anhören wie so ein Disco-Remix. So richtig funky 80er Jahre. Dass da noch keiner einen Remix draus gemacht hat. So. Und wenn ihr es richtig macht, dann nehmt ihr auch überhaupt keinen Schaden an dieser Stelle. Genau. Das ist dann wieder eine tolle Stelle, um zu speichern. Weil hier kann so einiges schief gehen. Auf geht's. Also was mir auf jeden Fall schon mal richtig gut gefällt, es läuft extrem flüssig. Da kann ich nichts sagen.
Also ihr merkt schon deutlich den Unterschied. Ein Stück zu weit bei diesem Abgrund und. Oh! Ja, das kann ich verschmerzen. Das hat geklappt. Oh. Boah, das ist die absolute Hassstelle. Boah. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Oh. Jetzt habe ich aber erstmal genug von den ganzen Spikes gesehen. Jetzt nimmt man das doch wenigstens endlich mal wahr mit den Spinnen. Gut. Ganze tiefen Abgründen sich mit irgendwelchen Krabbelfiechern anlegen, ist auch nicht gerade geil. Und jetzt gibt es ja hier dieses, wo man nicht hochkommt. Aber wir haben noch einen anderen Weg. Und zwar da vorne. Muss jetzt gerade auch erstmal wieder gucken, wo das ist. Tada! Und da gibt es in China doch tatsächlich noch den einen oder anderen T-Rex. So. Und der Klassiker, um schneller nach unten zu kommen, ohne zu sterben, immer wieder auffangen. So, wieder ein adäquat guter Ort zum Speichern. Ein liebes Tierchen. Ich wusste gar nicht, dass der Lebensbalken hat. Granatwerfer. So, jetzt ist ein zweiter T-Rex dazu gekommen. Das heißt, speichern. Das kannst du in diesem Spiel nicht oft genug machen. So, schön dran vorbei, weit außen. So weit außen wie möglich. Jetzt sind das sogar schon zwei Lebensbalken. Drecksviecher. Ja. Deswegen speichern. Die können nämlich ein bisschen schneller rennen als wir. So, das ging gerade noch mal so gut. Ja, bevor man jetzt gegen die nächste Wand rennt, erstmal schön eine Fackel. Können ja gerne nach dem Level noch mal schauen, ob man gegen die T-Rex auch kämpfen und durchhalten kann. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt einen wunderschönen Granatwerfer unser eigen nennen.
Yeah. Im passablen Mini-Format. Und so kann man hier die Waffen durchwechseln. Schön mit 1, 2, 3. Alles das hat Lara mit dabei. Ein Aufstieg ins Ungewisse. Du, 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 du. 6 Stunden später. Man sieht einfach immer noch, wie sich die Kamera immer wieder schüttelt. Wegen dem T-Rex. Manchmal ist der 3D-Effekt, der durch diese neuen Texturen entsteht, ein bisschen verwirrend. So, den ganzen Weg schön nach oben. Also unser Alter speichern. Dass diese Spinnen auch so viel Schaden machen, das ist Wahnsinn. Ja, mit einer anständigen Waffe gar kein Problem. Wow. So ein paar Gräser noch hinzugefügt. Na, da hat einer gekämpft, hat er sich das richtig schön gut gehen lassen. Und Cutscene. Wie cool, früher haben die einfach nur ihre Köpfe so bewegt. Einfach diese Reden zu hören, dass sich das Gesicht bewegt, das ist so ungewohnt. Ja, am Karavellenweg. Hm? Hä? Schließe das Kapitel Venedig ab, aber Venedig kommt doch jetzt erst. Warum habe ich dafür einen Erfolg gekriegt? Okay, das checke ich jetzt wirklich nicht. Fundstücke 14 von 14, alle Geheimnisse, alle gekillt. Keine Medipacks benutzt. Als ob das nur 1,64 Kilometer waren. Ja gut, aber ja ziemlich verzerrt alles, ne? Ui, das ist aber schön. So, und schon sind wir in Venedig. Ja, so schnell geht's, ne? Da macht man gleich wieder Urlaub. Das heißt, erstmal speichern. Der absolute Klassiker. Und jetzt gibt es nämlich noch einen kleinen Bonus. Ich werde mich nämlich jetzt mit den T-Rexes anlegen und mal gucken, ob ich das schaffe. Natürlich mit dem allseits beliebten Granatwerfer. So, und uns bringt das ja auch nichts, wenn man sich nicht vorher mal ein bisschen heilt. Sonst hat man auch gar keine Chance gegen die Viecher. Oh, das war der erste. Mm.
Und das war's. Dino-Jagd ist beendet. Jetzt gibt's frisches Dino-Fleisch. Ja, aber wie schleppe ich den denn jetzt bis zu dem Lagerfeuer da oben hin? Na ja, toll. Ja, das werden wir wohl heute nicht mehr rausfinden. Dann danke fürs Zuschauen und das war wohl die erste Folge. Okay, hast du es jetzt, Lara? Okay, perfekt. Ja. Bis dann, ciao.